Schon die Griechen nannten diese Insel Kallisthe, die Schöne. Und diesem Ruf wird Korsika noch heute gerecht. Türkisblaues Meer neben schneebedeckten Bergen. Die landschaftliche Vielfalt auf der viertgrößten Mittelmeerinsel ist verblüffend. Um die vielen Gesichter Korsikas kennenzulernen, steigt man am besten in den Zug. Denn der Trimigello, der Zitternde, wie die Korsen ihre Bahn scherzhaft nennen, bietet eine Panoramafahrt quer über die Insel. Das Zittern ist dem Trimigello durchaus wörtlich zu nehmen. Nicht umsonst wird dieser Zug auch TGV genannt. Nur steht das V hier für Vibration, also Erschütterungen, und nicht für Geschwindigkeit. Die Gäste stört das wenig, denn die Fahrt mit der korsischen Eisenbahn ist ein Stück Nostalgie. Wer von Kalvi aus einmal über die Insel will und am selben Tag nochmal zurück, der muss früh aufstehen. Im Durchschnitt schafft der Trimigello eine Geschwindigkeit von 42 Kilometern pro Stunde. Die Nordküste Korsikas, die auch Balagne heißt, war schon immer ein bevorzugter Siedlungsraum. Bereits die Römer schufen hier ein landwirtschaftliches Zentrum. Nach ihnen kamen Araber und Genuesen. So war die Balagne schon immer stark befestigt, zum Schutz gegen mögliche Angreifer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte der Tourismus ein. Nicht zuletzt wegen der schönen Sandstrände. Hier im Nordwesten heißt die Bahnverbindung auch Balagne-Tram. Während der Sommersaison sind die Waggons in der Hand von Badegästen. Der Zug rollt direkt am Meer entlang. Eine Handtuchbreite von denen entfernt, die sich in der Sonne ahlen. Auf Knopfdruck stoppt der Trimigello an den 10 schönsten Stränden der Küste. Die Geschichte der korsischen Bahn reicht zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Man wollte eine Verbindung zwischen den beiden wichtigsten Städten Bastia und Ajaccio schaffen. Da die Strecke im Inland nur mit zahlreichen Kehren und Tunneln zu bewältigen war, entschied man sich für eine Schmalspurbahn. 1894 wurde die Strecke quer über die Insel eröffnet. Als Ende der 50er Jahre ein Beamter in Paris auf die Idee kam, die unrentable Eisenbahnlinie auf Korsika zu schließen, gingen die Korsen auf die Barrikaden. Zum Glück, denn sonst wäre diese Schmalspurbahn längst Geschichte. André Jussom ist seit 9 Jahren Schaffner bei der korsischen Eisenbahn. Woanders zu arbeiten, käme für ihn nicht in Frage. Ich habe hier die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen. Außerdem ist es toll, in so einem Umfeld zu arbeiten. Mit dem Strand auf der einen und den Bergen auf der anderen Seite. Keine Zugfahrt gleicht der anderen. Aber man muss sehr aufmerksam sein, denn man weiß nie, was einen hinter der nächsten Kurve erwartet. Es können Leute auf den Gleisen spazieren. Manchmal stehen auch Tiere da oder Felsen sind herabgestürzt. Man muss also immer gut konzentriert sein. Unsere Reise mit dem Trimigello beginnt an der Nordwestküste Korsikas in Kalvi. Mit dem Balagne-Tram geht die Fahrt weiter bis nach Bastia. Von dort steigt die Bahnlinie stetig an, bis wir bei Vizavon den höchsten Punkt der Strecke erreichen. Dann geht es nur noch bergab bis an die Küste nach Ajaccio. Bastia ist die größte Stadt an der korsischen Ostküste und Einfallstor für die meisten Touristen. Viele setzen mit der Fähre vom französischen Festland über oder aber sie kommen von Italien. Im Sommer spucken Bugs Bunny und Co. tagtäglich einige tausend Autos an Land. Dann ist es mit Ruhe und Gemütlichkeit vorbei. Oberhalb des alten Hafens liegt das Zitadellenviertel.
Hier entstand im 14. Jahrhundert eine Bastilla, ein Festungsturm, dem Bastia seinen Namen verdankt. Im alten Hafen darunter schlägt das Herz der Stadt. Hier bröckelt der Putz von Fassaden, trocknet die Wäsche auf nicht immer stabilen Balkonen. Als die Genuesen im 14. Jahrhundert ihre Festung erbauten, bestimmten sie Bastia zur Hauptstadt der Insel. Noch heute ist keine andere Stadt Korsikas so italienisch geprägt wie diese. Verlässt man die Hafenpromenade und steigt eine der kleinen Gassen hinauf, steht man hinter dem größten Gotteshaus der Insel. Die Barockkirche stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist mit ihren hochaufragenden Türmen das Wahrzeichen von Bastia. Gleich daneben liegt der Rathausplatz. Frühmorgens ein beliebter Treff für Einheimische und Urlauber. Dann wird hier Markt abgehalten und die wenigsten kommen einfach nur zum Obst kaufen. Wer korsische Spezialitäten probieren will, der ist hier richtig. Ob deftigen Schinken oder gefüllte Krapfen, intensiv riechenden Käse oder goldgelben Honig. Beim Kauf entscheiden Nase und Augen. Auch er lässt sich beim Bummel über den Markt von seinen Sinnen lenken. Andy Caravelle. Der Korse ist Koch aus Passion. Für sein Restaurant A Casarella kauft er nur beste Zutaten, am liebsten hier auf dem Markt, wo er alle Händler persönlich kennt. Wie die meisten Köche hat auch Andy eine lange Reise hinter sich. Bevor er den Wunschtraum vom eigenen Restaurant auf der Insel verwirklichen konnte, kochte er in Paris, Arcachon und dem kanadischen Montreal. Seit 2 Jahren ist er zurück in seiner Heimatstadt Bastia. Und das mit großem Erfolg. Ob Guy Michelin oder Guy Routard, alle sind von Andy begeistert, denn er kreiert gerne Neues, bleibt aber den Wurzeln seiner Insel treu. Fischgerichte sind Andys absolute Favoriten und mit einem frisch eingetroffenen Fang kann man ihn glücklich machen. Heute kocht er Sardine Farci au Brouche. Das sind Sardinen gefüllt mit einem Frischkäse aus Schafs- oder Ziegenmilch. In die Füllung gibt er Thymian und Rosmarin. Dann das Ganze schön verschließen, mit Mehl panieren und bei großer Hitze braten. Die meiste Zeit steht Andy selber hinterm Herd. Doch weil das Restaurant fast immer ausgebucht ist, gehen ihm inzwischen auch Hilfsköche zur Hand. Ein letzter Schliff, dann ist die Vorspeise fertig. Das A Casarella liegt im Zitadellenviertel. Bei sommerlichen Temperaturen sitzen die Gäste fast immer im Freien und lassen sich die korsische Küche auf der Zunge zergehen. Aber was macht korsische Küche eigentlich aus? Ihr besonderer Geschmack, die Gerüche, die Kräuter, die nur hier auf Korsika wachsen und eine Authentizität in den Produkten. Ich denke, es ist wichtig, dass man aus ihnen das Beste herausholt. Die korsische Küche ist es wert, einem großen Publikum vorgestellt zu werden. Auch wenn wir klein sind, ich meine auf einer kleinen Insel leben, verdient unsere Küche mehr Beachtung. Meine Inspiration bekomme ich durch die Produkte morgens auf dem Markt. Ich sehe ein Produkt, das gut aussieht, das es verdient, gewürdigt zu werden, und dann mache ich mich an die Arbeit. Die Inspiration kommt von ganz allein, so einfach ist das. Das Produkt lenkt uns, nicht umgekehrt. Das ist meine Philosophie. Tout simple. C'est le produit qui dirige. C'est pas nous qui dirigeons. C'est uniquement ça. Von Bastia aus führt unsere Reise zunächst ein kurzes Stück Richtung Süden, bis die Gleise dann bei Casamozza ins Landesinnere abzweigen. Vor dem Zweiten Weltkrieg verlief die Strecke an der Ostküste weiter, bis nach Porto Vecchio.
Die Strecke fiel jedoch den Angriffen deutscher Bomber zum Opfer. Für einen Wiederaufbau fehlte das Geld. Die Strecke bis nach Ponte Leccia, wo sich beide Bahnlinien der Insel kreuzen, ist die am wenigsten spektakuläre. Sanfte Hügel und weite Ebenen. Hier kann man sich vom zitternden Zug in den Schlaf wiegen lassen. Schließlich liegt der spannendste Abschnitt der Strecke noch vor einem. Damit der Trenighello die großen Höhenunterschiede von der Küste in die Berge meistert, müssen seine Dieselmotoren in bester Verfassung sein. Die Korsische Bahn besitzt deshalb eine eigene Werkstatt, in der man sich liebevoll auch um alte Veteranen kümmert. Das ist zum Beispiel die steinalte Version der Inselbahn. Wenn sie intakt ist, pendelt sie an der Ostküste bei Calvi. In der Werkstatt bei Casamozza gibt es immer viel zu tun. Die 11 Triebwagen für den Personenverkehr, aber auch die Güterwagen fordern regelmäßige Wartung. Eine Unachtsamkeit beim Auswuchten der Radsätze kann auf den kurvigen Abschnitten im Gebirge verheerende Folgen haben. Die meisten Männer arbeiten schon seit über 30 Jahren in der Werkstatt. Sie kennen die Korsische Bahn noch aus ihrer Kindheit und haben eine besondere Beziehung zu den verrosteten und verbeulten Waggons. So auch Parenti Toussaint. Der Werkstattleiter ist einer der Dienstältesten. Zum einen müssen wir die Motoren ständig warten bzw. komplett neu überholen, wenn sie kurz davor sind, ihren Geist aufzugeben. Und dann kümmern wir uns hier um alles, was mit dem Fahrwerk zu tun hat. In erster Linie betrifft das natürlich die Räder. Die müssen gute Profile haben, richtig ausgewuchtet sein. Wir tauschen abgenutzte Teile aus und machen auch Verschönerungsarbeiten. Außerdem kontrollieren wir hier die ganze Elektrik und Pneumatik. Denn alle Bremsen funktionieren elektropneumatisch. Das heißt, wir haben jede Menge zu tun. Das Wetter meint es nicht besonders gut mit uns, als François Mucchielli in Ponte Leccia das Zeichen zur Abfahrt gibt. Ein grauer, diesiger Tag. Nicht gerade optimale Voraussetzungen für die steil aufragenden Berge und tiefen Schluchten im Inselinneren. François ist mit ganzem Herzen Kontrolleur. Er findet es gut, ständig neue Leute kennenzulernen und vor allem mit den weiblichen Fahrgästen angeregte Diskussionen zu führen. Vor einigen Jahren hat er ein kleines Appartement direkt im Bahnhof von Ajaccio bezogen. So kann er nach getaner Arbeit noch ein Bier in der Bahnhofskneipe trinken und am nächsten Morgen vom Bett direkt in den Zug fallen. Fragt man François nach dem schönsten Streckenabschnitt auf Korsika, muss er nicht lange überlegen. Das ist ganz einfach. Ich mag das Landesinnere, weil ich aus einem kleinen Dorf im Zentrum stamme. Was mir gefällt, sind die Berge. Gibt es einen Unterschied zwischen den Leuten an der Küste und im Landesinneren? Nein, das ist eigentlich dasselbe, würde ich sagen. Alle hier sind sehr herzlich. Allerdings vielleicht ein bisschen mehr im Landesinneren, denn dort gibt es noch die kleinen Dörfer, wo Besucher immer willkommen sind. Ankunft in Korte, der heimlichen Hauptstadt der Insel. Schon immer war hier die Hochburg des korsischen Widerstands. Während der Unabhängigkeit von 1755 bis 1769 verlegte der berühmte Freiheitskämpfer Pasquale Paoli den Regierungssitz nach Korte. Paoli ist noch heute der unumstrittene Held der Insel. Ihm verdankt Korsika die erste demokratische Regierung, noch vor Frankreich und Amerika. Obwohl in Korte sehr viel weniger Menschen leben als in Bastia oder Ajaccio, hat sich die Stadt einen lebendigen Charakter bewahrt. Das liegt nicht zuletzt an den zahlreichen Studenten, die hier die einzige Uni der Insel besuchen. Wieder einmal war es der fortschrittliche Paoli, der 1765 die erste Universität gründete, die allen Korsen offen stand. Nachdem die Franzosen das Intermezzo korsischer Unabhängigkeit beendeten, schlossen sie auch die Uni.
Seit Mitte der 1970er Jahre wird hier wieder unterrichtet. Inzwischen sind über 4000 Studenten aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen eingeschrieben. Romain Colonna ist Dozent für Korsisch. Da nur noch 30% der Inselbewohner ihre Muttersprache beherrschen, besteht Nachholbedarf. Lange Zeit galt Korsisch als toskanischer Dialekt des ausklingenden Mittelalters. Inzwischen erkennt auch Frankreich an, dass es sich um eine eigene Sprache handelt, die sich während der römischen Kolonisation aus dem Lateinischen entwickelte. Es ist die Sprache eines Volkes, die Sprache eines Landes, die Sprache einer Insel. Und ich glaube, dass jeder Korse irgendwann an den Punkt kommt, dass er sich auf seine Wurzeln besinnen will. Und dann ist die Sprache ein wichtiges Instrument zur Identifizierung. Aber seien wir realistisch. Die korsische Sprache ist eine Minderheitensprache. Sie ist vom Aussterben bedroht. Es ist eine gefährdete Sprache. Langsam steigen die Gleise hinter Korte an. Wir nehmen Kurs auf den höchsten Punkt der Strecke, den Col de Vizavon. In diese abgeschiedene Bergwelt zogen sich die Korsen schon immer zurück, wenn ihre Insel von Angreifern bedroht wurden. Ob Römer, Genuesen, Franzosen oder Engländer, die Liste der Besatzer in den letzten 3000 Jahren ist lang. Gekrümmte Wirbelsäule zieht sich ein Bergrücken von Nord nach Süd über Korsika. Im Zentrum erreichen die höchsten Gipfel über 2000 Meter. So füllt sich der Zug ab Korte mit Rucksacktouristen. Bei Vizavon kreuzt die Bahnlinie den berühmten GR20, den bekanntesten Fernwanderweg der Insel. Auch beim Wandern mit dem Zug blickt man in abenteuerliche Tiefen und überquert zwischen Venaco und Vivario das imposante Viadukt von Gustav Eiffel. Doch der Fortschritt zieht auch am Trenighello nicht spurlos vorüber. Eine moderne Bahn mit klimatisierten Räumen und abgedunkelten Fenstern ist schon zu ersten Probefahrten unterwegs. Wer also noch echte Eisenbahnnostalgie erleben will, der sollte sich bald auf den Weg machen. In Vizavon heißt es dann aussteigen für all diejenigen, die mit eigener Körperkraft und gut eingelaufenen Wanderstiefeln weiter wollen. Bei 175 Kilometern Länge und hochalpiner Streckenführung ist auf dem GR20 entsprechende Fitness Voraussetzung. Für weniger Ambitionierte gibt es rund um Vizavon zahlreiche Wanderwege durch die angrenzenden Wälder. Im Sommer ist man dankbar für ein bisschen Schatten. Ein anderes, sehr beliebtes Wanderrevier auf der Insel ist das Njolo. Hier liegt auch der Monte Cinto, der mit 2706 Metern höchste Berg Korsikas. Paul-André Acquaviva ist Bergführer in Calacuccia. Von dort aus startet er zu Tagestouren, aber auch zu mehrtägigen Ausflügen mit Übernachtung. Vor allem unerfahrene Wanderer sollten in diesen Höhen nicht einfach drauf losmarschieren. Die Wetterumschwünge im Gebirge sind rasant. Paul weiß das sehr genau. Nicht selten muss er mit der Bergwacht anrücken, um Touristen in Sandalen oder Badelatschen aus dem Berg zu retten. Eine Tour mit ihm ist außerdem eine Lehrstunde in Flora und Fauna. Er kennt zahlreiche Pflanzen der korsischen Macchia und kann erklären, welche endemisch sind, das heißt, welche ausschließlich auf dieser Insel vorkommen. Das Njolo-Tal ist sehr charakteristisch. Es ist ein geschlossenes Tal mit 5 Dörfern, den höchsten in Korsika. Die Gegend ist rau und abweisend. Das Leben war schon immer vergleichsweise schwierig. Die Menschen, die hier leben, haben sich an das raue Bergklima angepasst. Um hier zu leben, muss man hier geboren sein. Sonst wird es sehr schwer.
Es ist das Land der Schäfer und Bauern und darauf besinnt man sich derzeit. Viele Leute produzieren wieder Käse, einige pflanzen sogar Gemüse an. Es gibt Kastanienmehl und Honig. Das heißt, man kommt wieder zu den Produkten unserer Vorfahren zurück, den authentischen Produkten dieser Gegend. Endspurt in Richtung Westküste. Hinter Witzavon geht es nur noch bergab. Die Täler werden weiter, die Berge immer flacher, bis wir schließlich das Meer vor Augen haben. In Ajaccio endet unsere Fahrt mit dem Trinigello. Die Hauptstadt der Insel war schon zu Zeiten der Römer besiedelt. Unter den Genuesern durften sich hier nur ligurische Familien niederlassen. Das änderte sich erst Ende des 16. Jahrhunderts, als der korsische Freiheitskämpfer Sampiero Corso die Stadt im Auftrag der Franzosen besetzte. Doch schon wenig später fiel Ajaccio wieder an Genua. Ein Spielball der Mächte, wie auch das restliche Korsika. Die große Stunde Ajaccios schlug am 15. August 1769, als Napoleon Bonaparte in der heutigen Rue Saint-Charles das Licht der Welt erblickte. Der spätere Kaiser von Frankreich ist Ajaccios größter Held, auch wenn er sich auf dem Höhepunkt seiner Macht nicht gerade für Korsika stark machte. Statuen, Straßenschilder, Souvenirs, in der Inselmetropole dreht sich alles um Napoleon. Das wichtigste Fest findet im August statt, wenn die Inselmetropole Napoleons Geburtstag feiert. Seit einigen Jahren gibt es jedoch ein weiteres Event. Ende Mai kommen in Ajaccio Segler aus dem ganzen Mittelmeerraum zusammen, um bei der kaiserlichen Regatta gegeneinander anzutreten. Das Hafenbecken verwandelt sich in eine einzige Partymeile, wo morgens noch geschäftiges Treiben herrscht. Und jeder damit beschäftigt ist, sein Schiff startklar zu machen, finden abends ausgelassene Feten statt. Bei den Regattes Impériales gehen vor allem traditionelle Segler an den Start. Nur was vor 1950 konstruiert ist, darf in der Kategorie Epoque die Segel hissen. Leichte Brise und das sanfte Auf und Ab der Wellen machen Lust, Korsika vom Wasser her zu erkunden. Eine bestimmt ebenso eindrucksvolle Reise wie die Zugfahrt mit dem ratternden Trinigello. Und das mit großem Erfolg. Ob Guide Michelin oder Guide Routard, alle sind von Andy begeistert, denn er kreiert gerne Neues, bleibt aber den Wurzeln seiner Insel treu. Fischgerichte sind Andys absolute Favoriten. Und mit einem frisch eingetroffenen Fang kann man ihn glücklich machen. Heute kocht er Sardine Farci au Brunch. Das sind Sardinen gefüllt mit einem Frischkäse aus Schafs- oder Ziegenmilch. In die Füllung gibt er Thymian und Rosmarin. Dann das Ganze schön verschließen, mit Mehl panieren und bei großer Hitze braten.
Die meiste Zeit steht Andy selber hinterm Herd. Doch weil das Restaurant fast immer ausgebucht ist, gehen ihm inzwischen auch Hilfsköche zur Hand. Ein letzter Schliff, dann ist die Vorspeise fertig. Das A Casarella liegt im Zitadellenviertel. Bei sommerlichen Temperaturen sitzen die Gäste fast immer im Freien und lassen sich die korsische Küche auf der Zunge zergehen. Aber was macht korsische Küche eigentlich aus? Ihr besonderer Geschmack, die Gerüche, die Kräuter, die nur hier auf Korsika wachsen und eine Authentizität in den Produkten. Ich denke, es ist wichtig, dass man aus ihnen das Beste herausholt. Die korsische Küche ist es wert, einem großen Publikum vorgestellt zu werden. Auch wenn wir klein sind, ich meine auf einer kleinen Insel leben, verdient unsere Küche mehr Beachtung. Meine Inspiration bekomme ich durch die Produkte morgens auf dem Markt. Ich sehe ein Produkt, das gut aussieht, das es verdient, gewürdigt zu werden, und dann mache ich mich an die Arbeit. Die Inspiration kommt von ganz allein, so einfach ist das. Das Produkt lenkt uns, nicht umgekehrt. Das ist mein. Schon die Griechen nannten diese Insel Kallisthe, die Schöne. Und diesem Ruf wird Korsika noch heute gerecht. Türkisblaues Meer neben schneebedeckten Bergen. Die landschaftliche Vielfalt auf der viertgrößten Mittelmeerinsel ist verblüffend. Um die vielen Gesichter Korsikas kennenzulernen, steigt man am besten in den Zug. Denn der Trimigello, der Zitternde, wie die Korsen ihre Bahn scherzhaft nennen, bietet eine Panoramafahrt quer über die Insel. Das Zittern ist dem Trinigello durchaus wörtlich zu nehmen. Nicht umsonst wird dieser Zug auch TGV genannt. Nur steht das V hier für Vibration, also Erschütterungen, und nicht für Geschwindigkeit. Die Gäste stört das wenig, denn die Fahrt mit der korsischen Eisenbahn ist ein Stück Nostalgie. Wer von Calvi aus einmal über die Insel will und am selben Tag nochmal zurück, der muss früh aufstehen. Im Durchschnitt schafft der Trinigello eine Geschwindigkeit von 42 Kilometern pro Stunde. Die Nordküste Korsikas, die auch Balagne heißt, war schon immer ein bevorzugter Siedlungsraum. Bereits die Römer schufen hier ein landwirtschaftliches Zentrum. Nach ihnen kamen Araber und Genuesen. So war die Balagne schon immer stark befestigt, zum Schutz gegen mögliche Angreifer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte der Tourismus ein. Nicht zuletzt wegen der schönen Sandstrände. Hier im Nordwesten heißt die Bahnverbindung auch Balagne-Tram. Während der Sommersaison sind die Waggons in der Hand von Badegästen. Der Zug rollt direkt am Meer entlang. Eine Handtuchbreite von denen entfernt, die sich in der Sonne ahlen. Auf Knopfdruck stoppt der Trinigello an den 10 schönsten Stränden der Küste. Die Geschichte der korsischen Bahn reicht zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Man wollte eine Verbindung zwischen den beiden wichtigsten Städten Bastia und Ajaccio schaffen. Da die Strecke im Inland nur mit zahlreichen Kehren und Tunneln zu bewältigen war, entschied man sich für eine Schmalspurbahn. 1894 wurde die Strecke quer über die Insel eröffnet. Als Ende der 50er Jahre ein Beamter in Paris auf die Idee kam, die unrentable Eisenbahnlinie auf Korsika zu schließen, gingen die Korsen auf die Barrikaden. Zum Glück, denn sonst wäre diese Schmalspurbahn längst Geschichte. André Jussom ist seit 9 Jahren Schaffner bei der korsischen Eisenbahn. Woanders zu arbeiten käme für ihn nicht in Frage.
Ich habe hier die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen. Außerdem ist es toll, in so einem Umfeld zu arbeiten. Mit dem Strand auf der Steht man hinter dem größten Gotteshaus der Insel. Die Barockkirche stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist mit ihren hochaufragenden Türmen das Wahrzeichen von Bastia. Gleich daneben liegt der Rathausplatz. Frühmorgens ein beliebter Treff für Einheimische und Urlauber. Dann wird hier Markt abgehalten und die wenigsten kommen einfach nur zum Obst kaufen. Wer korsische Spezialitäten probieren will, der ist hier richtig. Ob deftigen Schinken oder gefüllte Krapfen, intensiv riechenden Käse oder goldgelben Honig. Beim Kauf entscheiden Nase und Augen. Auch er lässt sich beim Bummel über den Markt von seinen Sinnen lenken. Andy Caravelle. Der Korse ist Koch aus Passion. Für sein Restaurant A Casarella kauft er nur beste Zutaten, am liebsten hier auf dem Markt, wo er alle Händler persönlich kennt. Wie die meisten Köche hat auch Andy eine lange Reise hinter sich. Bevor er den Wunschtraum vom eigenen Restaurant auf der Insel verwirklichen konnte, kocht er in Paris, Arcachon und dem kanadischen Montreal. Seit 2 Jahren ist er zurück in seiner Heimatstadt Bastia. Einen und den Bergen auf der anderen Seite. Keine Zugfahrt gleicht der anderen. Aber man muss sehr aufmerksam sein, denn man weiß nie, was einen hinter der nächsten Kurve erwartet. Es können Leute auf den Gleisen spazieren. Manchmal stehen auch Tiere da oder Felsen sind herabgestürzt. Man muss also immer gut konzentriert sein. Unsere Reise mit dem Trinigello beginnt an der Nordwestküste Korsikas in Calvi. Mit dem Balagne-Tram geht die Fahrt weiter bis nach Bastia. Von dort steigt die Bahnlinie stetig an, bis wir bei Vizavon den höchsten Punkt der Strecke erreichen. Dann geht es nur noch bergab, bis an die Küste nach Ajaccio. Bastia ist die größte Stadt an der korsischen Ostküste und Einfallstor für die meisten Touristen. Viele setzen mit der Fähre vom französischen Festland über, oder aber sie kommen von Italien. Im Sommer spucken Bugs Bunny und Co. tagtäglich einige tausend Autos an Land. Dann ist es mit Ruhe und Gemütlichkeit vorbei. Oberhalb des alten Hafens liegt das Zitadellenviertel. Hier entstand im 14. Jahrhundert eine Bastilla, ein Festungsturm, dem Bastia seinen Namen verdankt. Im alten Hafen darunter schlägt das Herz der Stadt. Hier bröckelt der Putz von Fassaden, trocknet die Wäsche auf nicht immer stabilen Balkonen. Als die Genuesen im 14. Jahrhundert ihre Festung erbauten, bestimmten sie Bastia zur Hauptstadt der Insel. Noch heute ist keine andere Stadt Korsikas so italienisch geprägt wie diese. Verlässt man die Hafenpromenade und steigt eine der kleinen Gassen hinauf, auf Korsika zu schließen, gingen die Korsen auf die Barrikaden. Zum Glück, denn sonst wäre diese Schmalspurbahn längst Geschichte. André Jussom ist seit 9 Jahren Schaffner bei der korsischen Eisenbahn. Woanders zu arbeiten käme für ihn nicht in Frage. Ich habe hier die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen. Außerdem ist es toll, in so einem Umfeld zu arbeiten. Mit dem Strand auf der einen und den Bergen auf der anderen Seite. Keine Zugfahrt gleicht der anderen. Aber man muss sehr aufmerksam sein, denn man weiß nie, was einen hinter der nächsten Kurve erwartet. Es können Leute auf den Gleisen spazieren. Manchmal stehen auch Tiere da oder Felsen sind herabgestürzt. Man muss also immer gut konzentriert sein. Unsere Reise mit dem Trinigello beginnt an der Nordwestküste Korsikas in Calvi. Mit dem Balagne-Tram geht die Fahrt weiter bis nach Bastia.
Von dort steigt die Bahnlinie stetig an, bis wir bei Vizavon den höchsten Punkt der Strecke erreichen. Dann geht es nur noch bergab, bis an die Küste nach Ajaccio. Bastia ist die größte Stadt an der korsischen Ostküste und Einfallstor für die meisten Touristen. Viele setzen mit der Fähre vom französischen Festland über oder aber sie kommen von Italien. Im Sommer spucken Bugs Bunny und Co. tagtäglich einige tausend Autos an Land. Dann ist es mit Ruhe und Gemütlichkeit vorbei. Oberhalb des alten Hafens liegt das Zitadellenviertel. Hier entstand im 14. Jahrhundert eine Bastilla, ein Festungsturm, dem Bastia seinen Namen verdankt. Im alten Hafen darunter schlägt das Herz der Stadt. Hier bröckelt der Putz von Fassaden, trocknet die Wäsche auf nicht immer stabilen Balkonen. Als die Genuesen im 14. Jahrhundert ihre Festung erbauten, bestimmten sie Bastia zur Hauptstadt der Insel. Noch heute ist keine andere Stadt Korsikas so italienisch geprägt wie diese. Verlässt man die Hafenpromenade und steigt eine der kleinen Gassen hinauf, steht man hinter dem größten Gotteshaus der Insel. Die Barockkirche stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist mit ihren hochaufragenden Türmen das Wahrzeichen von Bastia. Gleich daneben liegt der Rathausplatz. Frühmorgens ein beliebter Treff für Einheimische und Urlauber. Dann wird hier Markt abgehalten und die wenigsten kommen einfach nur zum Obst kaufen. Kontrolleur. Er findet es gut, ständig neue Leute kennenzulernen und vor allem mit den weiblichen Fahrgästen angeregte Diskussionen zu führen. Vor einigen Jahren hat er ein kleines Appartement direkt im Bahnhof von Ajaccio bezogen. So kann er nach getaner Arbeit noch ein Bier in der Bahnhofskneipe trinken und am nächsten Morgen vom Bett direkt in den Zug fallen. Fragt man François nach dem schönsten Streckenabschnitt auf Korsika, muss er nicht lange überlegen. Das ist ganz einfach. Ich mag das Landesinnere, weil ich aus einem kleinen Dorf im Zentrum stamme. Was mir gefällt, sind die Berge. Gibt es einen Unterschied zwischen den Leuten an der Küste und im Landesinneren? Nein, das ist eigentlich dasselbe, würde ich sagen. Alle hier sind sehr herzlich. Allerdings vielleicht ein bisschen mehr im Landesinneren, denn dort gibt es noch die kleinen Dörfer, wo Besucher immer willkommen sind. Ankunft in Kortel, der heimlichen Hauptstadt der Insel. Schon immer war hier die Hochburg des korsischen Widerstands. Während der Unabhängigkeit von 1755 bis 1769 verlegte der berühmte Freiheitskämpfer Pasquale Paoli den Regierungssitz nach Kortel. Paoli ist noch heute der unumstrittene Held der Insel. Ihm verdankt Korsika die erste demokratische Regierung, noch vor Frankreich und Amerika. Obwohl in Kortel sehr viel weniger Menschen leben als in Bastia oder Ajaccio, hat sich die Stadt einen lebendigen Charakter bewahrt. Das liegt nicht zuletzt an den zahlreichen Studenten, die hier die einzige Uni der Insel besuchen. Wieder einmal war es der fortschrittliche Paoli, der 1765 die erste Universität gründete, die allen Korsen offen stand. Nachdem die Franzosen das Intermezzo korsischer Unabhängigkeit beendeten, schlossen sie auch die Uni. Seit Mitte der 1970er Jahre wird hier wieder unterrichtet. Inzwischen sind über 4000 Studenten aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen eingeschrieben. Romain Colonna ist Dozent für Korsisch. Da nur noch 30% der Inselbewohner ihre Muttersprache beherrschen, besteht Nachholbedarf. Lange Zeit galt Korsisch als toskanischer Dialekt des ausklingenden Mittelalters. Inzwischen erkennt auch Frankreich an, dass es sich um eine eigene Sprache handelt, die sich während der römischen Kolonisation aus dem Lateinischen entwickelte.
Es ist die Sprache eines Volkes, die Sprache eines Landes, die Sprache einer Insel. Und ich glaube, dass jeder Korse irgendwann an den Punkt kommt, dass er sich auf seine Wurzeln besinnen will. Und dann ist die Sprache ein wichtiges Instrument zur Identifizierung. Aber seien wir realistisch. Die korsische Sprache ist eine Minderheitensprache. Sie ist vom Aussterben bedroht. Es ist eine gefährdete Sprache. Langsam steigen die Gleise hinter Korte an. Wir nehmen Kurs auf den höchsten Punkt. Wer korsische Spezialitäten probieren will, der ist hier richtig. Ob deftigen Schinken oder gefüllte Krapfen, intensiv riechenden Käse oder goldgelben Honig. Beim Kauf entscheiden Nase und Augen. Auch er lässt sich beim Bummel über den Markt von seinen Sinnen lenken. Andy Caravelle. Der Korse ist Koch aus Passion. Für sein Restaurant A Casarella kauft er nur beste Zutaten, am liebsten hier auf dem Markt, wo er alle Händler persönlich kennt. Wie die meisten Köche hat auch Andy eine lange Reise hinter sich. Bevor er den Wunschtraum vom eigenen Restaurant auf der Insel verwirklichen konnte, kochte er in Paris, Arcachon und dem kanadischen Montreal. Seit 2 Jahren ist er zurück in seine Heimatstadt Bastia. Und das mit großem Erfolg. Ob Guy Michelin oder Guy Troutard, alle sind von Andy begeistert, denn er kreiert gerne Neues. Bleibt aber den Wurzeln seiner Insel treu. Fischgerichte sind Andys absolute Favoriten. Und mit einem frisch eingetroffenen Fang kann man ihn glücklich machen. Heute kocht er Sardines farcies au brunch. Das sind Sardinen gefüllt mit einem Frischkäse aus Schafs- oder Ziegenmilch. In die Füllung gibt er Thymian und Rosmarin. Dann das Ganze schön verschließen, mit Mehl panieren und bei großer Hitze braten. Die meiste Zeit steht Andy selber hinterm Herd. Doch weil das Restaurant fast immer ausgebucht ist, gehen ihm inzwischen auch Hilfsköche zur Hand. Ein letzter Schliff, dann ist die Vorspeise fertig. Das A Casarella liegt im Zitadellenviertel. Bei sommerlichen Temperaturen sitzen die Gäste fast immer im Freien und lassen sich die korsische Küche auf der Zunge zergehen. Aber was macht korsische Küche eigentlich aus? Ihr besonderer Geschmack, die Gerüche, die Kräuter, die nur hier auf Korsika wachsen und eine Authentizität in den Produkten. Ich denke, es ist wichtig, dass man aus ihnen das Beste herausholt. Die korsische Küche ist es wert, einem großen Publikum vorgestellt zu werden. Auch wenn wir klein sind, ich meine auf einer kleinen Insel leben, verdient unsere Küche mehr Beachtung. Meine Inspiration bekomme ich durch die Produkte morgens auf dem Markt. Ich sehe ein Produkt, das gut aussieht, das es verdient, gewürdigt zu werden, und dann mache ich mich an die Arbeit. Die Inspiration kommt von ganz allein, so einfach ist das. Das Produkt lenkt uns, nicht umgekehrt. Das ist meine Philosophie. Tout simple. C'est le produit qui dirige, c'est pas nous qui dirigeons. Schon die Griechen nannten diese Insel Kalisthe, die Schöne. Und diesem Ruf wird Korsika noch heute gerecht. Türkisblaues Meer neben schneebedeckten Bergen. Die landschaftliche Vielfalt auf der viertgrößten Mittelmeerinsel ist verblüffend. Um die vielen Gesichter Korsikas kennenzulernen, steigt man am besten in den Zug. Denn der Trinigello, der Zitternde, wie die Korsen ihre Bahn scherzhaft nennen, bietet eine Panoramafahrt quer über die Insel. Das Zittern ist dem Trinigello durchaus wörtlich zu nehmen. Nicht umsonst wird dieser Zug auch TGV genannt. Nur steht das V hier für Vibration, also Erschütterungen, und nicht für Geschwindigkeit. Die Gäste stört das wenig, denn die Fahrt mit der korsischen Eisenbahn ist ein Stück Nostalgie.
Wer von Calvi aus einmal über die Insel will und am selben Tag nochmal zurück, der muss früh aufstehen. Im Durchschnitt schafft der Trinigello eine Geschwindigkeit von 42 Kilometern pro Stunde. Die Nordküste Korsikas, die auch Balagne heißt, war schon immer ein bevorzugter Siedlungsraum. Bereits die Römer schufen hier ein landwirtschaftliches Zentrum. Nach ihnen kamen Araber und Genuesen. So war die Balagne schon immer stark befestigt, zum Schutz gegen mögliche Angreifer. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte der Tourismus ein. Nicht zuletzt wegen der schönen Sandstrände. Hier im Nordwesten heißt die Bahnverbindung auch Balagne-Tram. Während der Sommersaison sind die Waggons in der Hand von Badegästen. Der Zug rollt direkt am Meer entlang. Eine Handtuchbreite von denen entfernt, die sich in der Sonne ahlen. Auf Knopfdruck stoppt der Trinigello an den 10 schönsten Stränden der Küste. Die Geschichte der korsischen Bahn reicht zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Man wollte eine Verbindung zwischen den beiden wichtigsten Städten Bastia und Ajaccio schaffen. Da die Strecke im Inland nur mit zahlreichen Kehren und Tunneln zu bewältigen war, entschied man sich für eine Schmalspurbahn. 1894 wurde die Strecke quer über die Insel eröffnet. Als Ende der 50er Jahre ein Beamter in Paris auf die Idee kam, die unrentable Eisenbahnlinie. Von Bastia aus führt unsere Reise zunächst ein kurzes Stück Richtung Süden, bis die Gleise dann bei Casamozza ins Landesinnere abzweigen. Vor dem Zweiten Weltkrieg verlief die Strecke an der Ostküste weiter, bis nach Porto Vecchio. Die Strecke fiel jedoch den Angriffen deutscher Bomber zum Opfer. Für einen Wiederaufbau fehlte das Geld. Die Strecke bis nach Ponte Leccia, wo sich beide Bahnlinien der Insel kreuzen, ist die am wenigsten spektakuläre. Sanfte Hügel und weite Ebenen. Hier kann man sich vom zitternden Zug in den Schlaf wiegen lassen. Schließlich liegt der spannendste Abschnitt der Strecke noch vor einem. Damit der Trinigello die großen Höhenunterschiede von der Küste in die Berge meistert, müssen seine Dieselmotoren in bester Verfassung sein. Die Korsische Bahn besitzt deshalb eine eigene Werkstatt, in der man sich liebevoll auch um alte Veteranen kümmert. Das ist zum Beispiel die steinalte Version der Inselbahn. Wenn sie intakt ist, pendelt sie an der Ostküste bei Calvi. In der Werkstatt bei Casamozza gibt es immer viel zu tun. Die 11 Triebwagen für den Personenverkehr, aber auch die Güterwagen fordern regelmäßige Wartung. Eine Unachtsamkeit beim Auswuchten der Radsätze kann auf den kurvigen Abschnitten im Gebirge verheerende Folgen haben. Die meisten Männer arbeiten schon seit über 30 Jahren in der Werkstatt. Sie kennen die Korsische Bahn noch aus ihrer Kindheit und haben eine besondere Beziehung zu den verrosteten und verbeulten Waggons. So auch Parenti Toussaint. Der Werkstattleiter ist einer der Dienstältesten. Zum einen müssen wir die Motoren ständig warten bzw. komplett neu überholen, wenn sie kurz davor sind, ihren Geist aufzugeben. Und dann kümmern wir uns hier um alles, was mit dem Fahrwerk zu tun hat. In erster Linie betrifft das natürlich die Räder. Die müssen gute Profile haben, richtig ausgewuchtet sein. Wir tauschen abgenutzte Teile aus und machen auch Verschönerungsarbeiten. Außerdem kontrollieren wir hier die ganze Elektrik und Pneumatik. Denn alle Bremsen funktionieren elektropneumatisch. Das heißt, wir haben jede Menge zu tun. Das Wetter meint es nicht besonders gut mit uns, als François Mucchielli in Ponte Leccia das Zeichen zur Abfahrt gibt. Ein grauer, diesiger Tag. Nicht gerade optimale Voraussetzungen für die steil aufragenden Berge und tiefen Schluchten im Inselinneren. François ist mit ganzem Herzen.